So, Freunde, weiter geht es mit einer neuen Folge von The Battle Cats. Wir haben kein Geld bzw. keine Erfahrung, um da jetzt erstmal weiter zu verbessern. Wir werden das nächste Level machen. Ich hoffe, das schaffen wir. Wir sind nämlich mittlerweile in Norwegen. Oh, Mann. Heieiei. The Battle begins. Schau, guck mal, was die Norweger drauf haben. Die Russen waren so ganz gut. Oh, nee, da kommt schon direkt so ein fettes Nilpferd. Und das ist doch viel zu knapp hier, Leute. Das ist doch viel zu knapp, Leute. Oh, das kann sein, dass wir da mehrere Versuche brauchen. Das will ich jetzt ehrlich gesagt nicht ausschließen. Da müssen wir erstmal hier ein paar Kätzchen vorschicken. Wir müssen irgendwie das Nilpferd erstmal platt machen. Shit, das wird heftig, ey. Das wird richtig heftig. Oh Mann, das ist natürlich immer schlecht, wenn da so wenig Platz dazwischen ist. Scheiße. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Wenn das Nilpferd platt ist, dann kommen wir wenigstens weiter. Und dann kann ich mal weiter gucken, was gut wäre. Aber so sieht es schlecht aus. Noch ein weiteres Nilpferd. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ist schon Weihnachten oder was ist los? Nee. Das finde ich nicht gut, Leute. Gar nicht. Finde ich gar nicht gut, dass sie jetzt zwei Nilpferde zu uns schicken. Und wir haben leider auch keine Titan Cat, die wir irgendwie vorschicken könnten, die das vielleicht mal irgendwie, ja, gerade biegen könnte. Ich habe keine Ahnung, ob gegen Nilpferde was da hilft, weiß ich nicht. Schreibt es in die Kommentare. Es wird auf jeden Fall jetzt gerade sehr, sehr schwer. Und da kommt noch ein drittes Nilpferd, Alter. Was hat Norwegen mit Nilpferdern zu tun? Das hat doch nichts mit Nilpferdern zu tun, Leute. Gar nichts. Die leben noch. Eine hat zum Glück... Ah, eine ist zum Glück platt, ey. Ich hoffe, die Tincat macht die Nilpferde irgendwie ein bisschen platt. Da ist der nächste Platz, sehr gut. Jetzt nehmen wir den. Scheiße. Krass. Das sieht gut aus, was Tincat da macht. Aber ob das effektiv ist? Ja, scheint effektiv zu sein. Nehmen wir noch eine Tincat rein, oder? Das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ah, Frosch, ja. Haha. Das scheint zu helfen gegen diese... Bar. Guck mal, Alter, wie geht das denn? Ja, herzlichen Glückwunsch. Nice, ich schick schon mal... Oha. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Ungeheuer? Du hässliche Kreatur, ey. Das gefällt mir gar nicht, was da gerade passiert. Das gefällt mir gar nicht, Leute. Die fistet uns gerade hier weg. Und das gefällt mir 0,0. Wirklich, wie macht man denn diese Farbige denn weg? Oh, nee. Wir waren doch schon dran, Leute. Und jetzt müssen wir irgendwie die hier auseinandernehmen. Ja, herzlichen Glückwunsch, ey. Herzlichen Glückwunsch. Ich komme nicht mal dabei, beziehungsweise dazu, mein Wallet zu verbessern, weil hier, ich muss die ganze Zeit nur klicken und habe keine Chance, überhaupt irgendwas zu reißen. Ja, nee, ist klar. Scheiße. So, komm schon. Wir kommen mir zu nah jetzt und das wird's wohl gewesen sein. Das wird es gewesen sein, Leute. Ja. Die macht viel zu viel Schaden. Viel zu viel Schaden. Wir kommen ja gar nicht mehr dahin weg. Dieses komische Ding, Leute. Dieses grüne, türkis, blöde Nilpferd. Your money will be set to max and your reload for 20. Nein. Wir wollen nicht. Das ist ja Quatsch, Leute. Wir wollen natürlich nicht weitermachen, weil... Ah, das war jetzt das erste Mal, dass wir gescheitert sind. Dafür wird die Folge halt 1.0 heißen. Wenn wir das nächste Mal nochmal versuchen, Norwegen, wird es 2.0 heißen. Das habe ich mir vorgenommen für dieses Let's Play. Ihr müsst mir auf jeden Fall mal Tipps geben, welche Katze gegen diese blöde, türkise Schweinepriester... Ich brauche irgendwas, was den erstmal fertig macht. Ansonsten habe ich es ja ganz gut da durchgeschafft, aber mit den Katzen keine Ahnung. Schreibt es bitte in die Kommentare und dann werde ich wieder neue Folgen drehen von The Battle Cats. Danke fürs Zuschauen, würde mich über eine Bewertung freuen. Bis zum nächsten Mal.